Liebe Freunde, ich stehe heute in Dingolfing am Süßigkeitenstand von der Sabine. Und dieser Süßigkeitenstand trägt den Namen Die süße Versuchung. Normalerweise betet man jeden Tag im Vater unser, führe uns nicht in Versuchung, aber heute wollen wir uns mal in Versuchung führen lassen. Ich sehe da Lebkuchenherzen, gebrannte Mandeln. Ich bin als Kind immer ein großer Fan von Haribo gewesen. Hast du so Haribo-Zeug auch? Ja, so Blombenzeuge? Da habe ich einer schon was hergekriegt. Das ist schön. Schauen wir uns mal an. Bitte danke. Schön. Mein Zahnarzt hat das auch ziemlich bald bemerkt, dass ich das Zeug gerne mag. Schauen wir mal ein, was Sabine uns vorbereitet hat. Ah, da sehe ich, was das habe ich als Kind sehr gern gegessen. Ein rotes Herz. Da steht ja oft drüber, ich liebe dich oder ich mag dich. Das ist ein Satz, den hört man ein Leben lang gern von seinen Eltern, vom Ehepartner. Und ich glaube, man tut sie leichter, einen anderen Menschen zu lieben, wenn man sich bewusst ist, dass Gott da einen auch sehr gern hat und dass man Gott liebt. Ja, was haben wir noch drin? Eine Lakritz, eine normale Schnecke, isst sie aber auch gerne als Lakritz. Schnecken sind ja sehr langsame Tiere, sehr gelassene Tiere. Und ich glaube, von denen können wir sehr viel lernen, dass auch im Leben unscheinbar das möglich ist. Denn die kommen nachts, fressen den Salat und in der Früh sind sie wie vom Erdboden verschluckt. Wir können auch lernen, je mehr Runden das man dreht, umso mehr gelangt man zur Mitte, zum Kern. Wir gehen ja in unserem Leben von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr unsere Höhen und Tiefen durch. Und ich glaube, wenn wir immer wieder nach Gott fragen, dann gelangen wir immer mehr auch zur Mitte, zu Jesus Christus. Was haben wir noch? Einen Smiley. Humor ist im Leben ganz wichtig. Das Lachen. Ich kann mich erinnern, als mein kleiner Neffe, der Jonathan, in den ersten Wochen das erste Mal gelacht hat. Der hat uns regelrecht angesteckt. Und die Pippi Langstrumpf hat einmal gesagt, warte nicht darauf, dass dich die Menschen anlächeln, sondern zeige ihnen, wie es geht. Lächeln ist ganz wichtig im Leben. Humor. Und das zeigt uns dieser Smiley. Ja, dann haben wir ein Schwein. Das steht fürs Glück. Es steht ja im deutschen Sprachführer drin, dass man statt Glück haben ein Schwein haben sagen kann. Und es ist so, dass einmal eine Amerikanerin sich diesen Sprachführer angeschaut hat und die hat dann, ist dann auf der Hochzeit von der Braut gefragt worden, ob sie mit dem Bräutigam schon getanzt hat. Dann hat die Amerikanerin gesagt, nein, dieses Schwein habe ich noch nicht gehabt. Ja, ist ein kleines Missverständnis gewesen. Was ist für uns Glück im Leben als Christ? Wenn wir Christus immer besser kennen und lieben lernen können. Dann haben wir noch einen Fisch, den habe ich auch sehr gern gemickt. Aber das können wir vom Fisch lernen. Ich glaube, manchmal ist es wichtig, dass man den Mut hat, auch gegen den Strom zu schwimmen. Gerade wenn man merkt, dass nicht mehr die richtigen Bahnen läuft. Und nicht umsonst ist der Fisch das Kennzeichen der Christen, steht seit 2000 Jahren auch fürs Christsein. Ja, dann haben wir noch einen Schnuller. Schnuller brauchen eigentlich keine Babys, aber wir Christen sind ein Leben lang Kinder Gottes. Wir sind Schwestern und Brüder und wir beten zu einem gemeinsamen Vater und der hat uns gern und deswegen brauchen wir uns für diesen Schnuller nicht zu schämen, auch wenn wir schon erwachsen sind. Ja, das war jetzt alles in meinem Backerl drin, das hast du super zusammengestellt, Sabine, das freut mich. Liebe Kinder, ich habe jetzt zusammen mit der Sabine 100 solche Backerl zusammengestellt und die verteilen wir an die Sakristeien der Pfarrei Ottering. Ihr dürft euch die in den Sommerferien abholen. Ihr seid herzlich eingeladen zu den Gottesdiensten. Gott macht ja keinen Urlaub. Der freut sich immer, wenn ihr kommt und wenn er euch helfen darf. Allerdings müsst ihr ein Codewort nennen, ein Zauberwort, wenn ihr in die Sakristei kommt, um dieses Backerl zu erhalten. Ihr müsst sagen, Jesus macht die Kinder froh und die Erwachsenen ebenso. Wir kennen das, gell, aus der Haribo-Werbung. Ja. Liebe Sabine, herzlichen Dank, dass du uns das zusammengestellt hast. Und ich glaube, ich kaufe jetzt auch noch ein. Ich hoffe, dass man nicht schlecht wird, wenn ich so viel Süßigkeiten ist. Aber ich glaube, ich kaufe mir jetzt da noch das Herzerl der besten Mutter der Welt, weil das stimmt wirklich. Ja, das nehmen wir noch, Sabine. Gell? Und ja, euch schöne und angenehme Sommerferien. Für euch.